Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie in der Frankfurter Paulskirche, in dieser freiheitsliebenden Stadt Frankfurt, dieser liberalen Stadt Frankfurt, in dieser Stadt, in der die Menschen nicht nur in dem Jahr an die Freiheit denken und dann in der Weihnachtszeit an das Soziale, sondern wo das seit Jahrhunderten in eins geht. Besonders freue ich mich heute, den Vorstandsvorsitzenden der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Herrn Dr. Wolfgang Gerhardt, hier zu begrüßen. Wir haben Sie eben schon gehört. Es war ein wunderbarer Einstieg und passt zu Frankfurt und passt auch zu dieser Paulskirche. Kompliment. Wir alle freuen uns auf den Preisträger Kaspar Willinger. Es ist für uns eine große Ehre, Sie heute hier bei uns begrüßen zu dürfen, aus unserem Nachbarland, einem Land, das uns Respekt abnötigt, manchmal auch geschmäht wird von den Deutschen, aber wo wir wissen, dass Freiheit und freiheitliches Denken seit alters her zu Hause sind und dass wir vieles von dem, was damals hier in der Paulskirche erstritten und errungen und umkämpft war, uns einfach abgeschaut haben, obwohl es damals den Begriff Copy und Paste noch nicht gab. Danke, dass Sie hier sind. Der Laudator, Sie haben es eben schon gesagt, Professor Dr. Ludwig Theodor Heuss, ein wohlklingender Name. Ein Name, bei dem wir Deutschen zwar nicht in Ehrfurcht erstarren, aber wir wissen, was wir Ihnen und Ihrer Familie ganz persönlich schulden. Wir wissen, dass Sie in Ihrer Familientradition, auch in Ihrer liberalen Tradition etwas haben, was etwas ganz Besonderes ist. Deshalb auch im Namen der Stadt Frankfurt am Main danke, dass Sie heute zu uns sprechen werden als Laudator, Herr Professor Dr. Ludwig Theodor Heuss. Ich darf auch ganz herzlich im Namen der Stadt Frankfurt am Main den Vorsitzenden des Kuratoriums, Professor Dr. Jürgen Morlock, begrüßen. Wunderbar, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben. Ich darf natürlich auch begrüßen meine ehemalige Stadtverordnetenkollegin, die jetzt bundes- und landesweit so richtig Karriere macht. Wir sind auch stolz auf Sie, Frau Beer. Schön, dass Sie wieder in Frankfurt sind. Meine Damen und Herren, ich habe es eben angedeutet, dieser Freiheitspreis, er passt in die Paulskirche, er passt auch zu dieser Stadt Frankfurt. Es ging damals um die Befreiung der einzelnen Menschen aus der Bevormundung durch die Obrigkeiten. Aber es war auch ein Kampf gegen die Kleinteiligkeit, die Kleinstaaterei in Deutschland. Das Ringen um den einen Staat. Und selbstverständlich wissen wir, dass dieser eine Staat nicht nur von einem ehemaligen Bundeskanzler oder seinem Vorgänger gewollt ist, sondern dass durch das unermüdliche Ringen um Freiheit, und ich nenne da explizit hier den Namen auch Hans-Dietrich Genscher, das persönliche Einsetzen für die Menschen in Situationen, wo es kritisch war, wir alle in diesem Land Partner an der Seite hatten, die diese breite Bewegung bis heute in ihren Herzen haben und dafür stehen. Nur einen deutschen Staat sollte es damals geben, Menschen nicht länger untertan, sondern Bürger in freier Entscheidung, die selbst über ihr Schicksal verfügen sein. Dass das auch manchmal scheitert, war damals schon etwas, was die Menschen dieser Stadt hautnah erleben durften. Und ich darf das Internetbilderbuch meiner Tochter zitieren, in der diejenigen, die damals hier glaubten, dem preußischen König die Kaiserkrone
anempfehlen zu können. Sie sehen unten ein sehr großes Wandgemälde, eine Karikatur, wie die Frankfurter Demokraten sich nach Berlin aufgemacht haben, bittend: Erlöse uns ein Stück von der Demokratie und mach als Monarch mit. Was er gesagt haben soll, er hätte gesagt, von schmutzigen Frankfurter Demokraten nimmt er doch keine Kaiserkrone entgegen. Und was dann passiert ist, hängt natürlich auch mit dem zusammen, weshalb Sie heute hier sind. Und das ist keine absurde Geschichte, sondern Realität. Diejenigen, die damals gescheitert sind, haben sich auf den Weg gemacht. Einmal in den Westen über Österreich-Winkel, das Brentano-Haus, wo sie mit anderen verschwörerischen, radikalen Demokraten und Liberalen konspiriert haben, den Hacker mit seinem Freiheitsdrang bejubelt haben, weiter nach Assmannshausen ausgewichen sind, wo freilich gerade auch das, was später als Ideengut in unsere deutsche Nationalhymne eingeflossen ist, dort gedichtet haben. Man sagt ihnen, kriegen sie keinen Schreck, auch gute Verbindungen zu der anderen Rheinseite nach, zu der Neuen Rheinischen Zeitung unter dem Chefredakteur Karl Marx. Der andere Teil ist in den Süden ausgewichen, über die Bergstraße nach Heppenheim, wo wir heute, so ist mir gesagt worden, versichert worden, ich war, als ich das erste Mal gesehen habe, etwas überrascht, die größte FDP-Kreisgeschäftsstelle im hessischen Finden. In der alten Hambacher Tradition, die Restrepublik damals gründend, direkt gegenüber dem Landratsamt, während die CDU und die SPD ein Stück weiter entfernt residieren und weitergegangen sind in die Schweiz. Auch dort Schutz gesucht haben, um dieses Gedankengut der Paulskirche in dem Land, was einige Jahrhunderte vor der Paulskirche die Freiheit errungen hat, weiter leben zu können. Dort hat man schon früh verstanden, dass Freiheit nur Bestand hat, wenn sie auch im Inneren gewährt wird, also nicht nur ein Staat frei von Fremdherrschaft ist, sondern auch seine Bürger innerhalb der Gesellschaft sind, dass es dann ein nachhaltiges Projekt ist. Dort haben die Bürger nie den Sinn dafür verloren, dass von politischen Freiheiten mit Augenmaß Gebrauch zu machen ist, wenn in der Austragung politischer Konflikte Gemeinwesen nicht irreparable Schäden nehmen sollen. Wir leben, meine Damen und Herren, die Schweiz heute als ein Land, in dem intensiv politisch debattiert wird, gestritten, abgestimmt wird, aber auch ein gefestigter Grundkonsens seine Heimat gefunden hat. Und dieser Grundkonsens wird selbst bei scharfen Kontroversen von Staat und Verfassung nicht in Frage gestellt wird. Und Herr Dr. Gerhard, Sie haben es deutlich gemacht, das fällt uns Deutschen manchmal schwer. Da wird die Grenze zu dem, was Verächtlichmachung des politischen Gegners, was Diskreditierung seiner Persönlichkeit, die Aggression oftmals verwechselt mit der Freiheit des Wortes, des Gedankens und der Persönlichkeit. Und deshalb bin ich wirklich zutiefst erfreut, dass ein Schweizer an diesem Ort den Preis entgegennimmt mit einer Persönlichkeit, die aufgrund der Biografie zu diesem Ort passt, beinahe als wäre ein ehemaliger Repräsentant dieser deutschen Nationalversammlung, dieser Paulskirchenversammlung an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Ein angesehener Wirtschaftsbürger mit unternehmerischer Verantwortung für die eigene Firma, seine Mitarbeiter, Verantwortung und gleichzeitig überzeugt, dass er diese Verantwortung auch in und für den Staat und die Gesamtgesellschaft trägt. Ja, Sie hätten sich's bequem machen können, die Erfolge einheimsen, das Ansehen erwerben können in etablierten, anerkannten, erfolgreichen Familienunternehmen. Stattdessen haben Sie den Schritt vom Bürger zum Citoyen getan. Sie haben sich in die Politik begeben, dort, wo die Erfolge manchmal nur sehr schwer zu erringen sind und immer sofort in Frage gestellt werden.
wo das persönliche Ansehen vom politischen Gegner selten geschont wird. Dort waren Sie Parlamentarier, Minister, zweimal Vorsitzender des Bundesrates, Staatsoberhaupt. Das ist ein mehr als eindrucksvoller Werdegang. Sehr geehrter Herr Villinger, Sie haben sich selbst als ein Pendler zwischen Wirtschaft und Politik beschrieben. In schwieriger Zeit Verantwortung an der Spitze der UBS übernommen, wissend, dass man hier womöglich noch schärfer ins Visier genommen wird als in der Politik. Und so war es dann auch. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, was mich sehr beeindruckt hat. Sie haben gesagt, manchmal muss man der guten Sache wegen die eigene Reputation aufs Spiel setzen, haben Sie einen Journalisten wissen lassen. Seien Sie versichert, wie sich das anfühlt, darüber verfügt man in Frankfurt nur wenige Minuten von hier auch über einige Erfahrungen. In Reden, Aufsätzen haben sich mit dem Verhältnis von Wirtschaft und Politik befasst, beide Seiten zu Pragmatismus und Augenmaß angehalten. Und eins ist klar, und da bin ich mir als Oberbürgermeister dieser Stadt sehr bewusst, Wohlstand und Freiheit hängen eng zusammen. Nur wer über ausreichende materielle Ressourcen verfügt, kann von den Freiheitsgarantien seiner Verfassung auch Gebrauch machen. Aber vielleicht auch eine Bemerkung zu dem Aktuellen. Der Streit um internationale Handelsverträge der EU macht aber auch deutlich, die Ausweitung von Spielräumen wirtschaftlichen Handelns birgt auch das Potenzial, Mitwirkungs- und auch Freiheitsrechte des Einzelnen auch im wirtschaftlichen Bereich gleichzeitig zu beschneiden. Wie immer in Demokratie ist ein Aushandeln, sind Kompromisse nötig. Menschen wie Sie, die über solche Fragen nachdenken, politischer und wirtschaftlicher Verantwortung zur mehrheitsfähigen Lösung beitragen, kann es nicht genug geben. Und deshalb, lieber Preisträger, meine sehr geehrten Damen und Herren, ohne dem Laudator etwas vorwegzunehmen, ich kann beiden Seiten einen Glückwunsch aussprechen. Den Preisträger zum Freiheitspreis und der Friedrich Naumann zu diesem Preisträger. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus